So, da sind wir wieder beim Pokémon Chill. Das ist, wie ich in der letzten Folge schon angekündigt habe, wahrscheinlich die letzte. Ich weiß nicht, wie viel Story jetzt noch genau kommt, aber es dürfte nicht mal allzu viel sein. Wir müssen jetzt nach oben und den Bruder von dem Schnösel hier aufhalten, der die wachende Truhe von Zacian und Zamazenta hervorbringen will. Kurz gesagt, er will sie in Rage bringen, zum Ausrasten. Was treibt er hier? Muhaha, ich habe es vollbracht, Brüderchen. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schwert anlocken lassen. Dann muss ich ihr nur noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verpassen. Oh Gott, man sieht, er hat Schmerzen. Wie konnten Sie das nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Zacian ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass Sie das rostige Schwert stehlen. Ah, der Schleier ist gefallen. Und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer Held sein? Es zeigt sich, wer die wahren Könige der Gala-Region sind. Bruder, ich bin nicht dein Ziel. Du sollst deinen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Er versucht verzweifelt, seine Kraft im Zaum zu halten. Doch es will ihm nicht gelingen. Zacian! Ich hatte gehofft, wir können ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Gib's nur ungern zu, aber ich glaube, du bist der Einzige, der dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Dennis. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentrier du dich darauf, Zacian zu besänftigen. Dennis, es greift an! Okay, dann versuchen wir ihn mal irgendwie zu beruhigen. Auch wenn er jetzt leicht schlecht gelaunt ist. Naja, auch Pokémon dürfen mal schlechte Laune haben. Ah, die Mugga hat aber mal was. Die fangen können wir ja, glaube ich, sowieso nicht, ne? Aber ich kann es ja mal gerne probieren, aber ich glaube es nicht. Nein, kannst keinen Ball werfen. Wie vermutet? Knuddel effektiv. Ich probiere mal Stromstoß. Ich gehe auf Nummer sicher und verpasse hier gleich eine ordentliche Ladung. Oder Emmy. Okay. Okay, naja, es geht. Aber Elektro ist zurückgeschreckt. Nicht gut. Also nochmal Stromstoß. Und mal noch Knirscher. Elektro. Ich kam noch nicht mehr zum Angriff. Okay, der Kampf wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wir nehmen unseren Tank Giflor. Los, Giflor, du schaffst das. Gut, davon ist jetzt nichts wirklich effektiv. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme den Gigasauger. Ah, Giflor sollte es aber eigentlich einen Knirscher überleben, oder? Alter, das macht aber auch einen Schaden. Stufe 70 ist es. Okay, das war jetzt nicht allzu viel Schaden. Giflor macht sich Sorgen, dass er kein Schiefel. Ja, die mache ich mir auch. Aber mal gucken. Oha, oha, oha. Och, komm, Giflor, du hältst das sonst mehr aus. Aber geht das jetzt wirklich schief, oder was? Nimm mir jetzt Quappo. Quappo regelt, wie immer. Okay, wir nehmen natürlich unseren altbewährten Präzisionsschuss. Quappo und... Nein, Quappo macht noch keine Pose. Oh, was macht er da? Er stärkt sich. Nicht gut. Jetzt aber Pose und BÄM! Ja, sehr gut. Ein Volltreffer. Das sieht doch schon besser aus. Und nochmal, ich glaube nicht, dass Quappo jetzt überleben wird. Ah, doch, aber knapp. Und nochmal, das wirst du wohl erledigen können, Quappo, oder? Komm, tu mir den Gefallen. Ja, Zacian wurde besiegt. Gut. Ah, guck mal, Quappo ist auch Level 70. Hat doch geklappt. Sah halt anfangs ein bisschen bremslich aus, aber es hat geklappt. Zacian, alles in Ordnung mit dir? Busicho, pass auf! Oha, es kommt...
Der Bruder von Sassy an dazu und hält ihn auf. Oh. Zamazenta? Danke, dass du mich gerettet hast, Zamazenta. Er scheint seine Kraft noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Sassian, Dennis. Ich muss ihm einfach hinterher. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Sassian. Oh weh. Ub holt sich das rostige Schwert zurück. Ah, Zamazenta reißt sich zusammen. Die hätten zwar verdient, aber das sind sie nicht wert. Lass es. Nein. Ich flehe dich an. Verschone meinen großen Bruder. Zamazenta. Zamazenta starrt dich an. Nanu, was hat es vor? So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Ja, das sieht ganz danach aus. Aber vorher würde ich doch ganz gerne mal... Obwohl... Wenn es jetzt das kommt, was ich denke... Dass ich jetzt quasi das möchte, dass wir gegen es kämpfen, damit wir es fangen können. Dafür haben wir unseren Meisterball. Dann wäre extra dafür aufgehoben. Brauche ich gar nicht kämpfen. Ich werde so hingehen und mein Team so lassen. Zamazenta betrachtet dich ruhigen Blickes. Nimmst du den rostigen Schild zur Hand, um Zamazenta zu fangen, wie vermutet? Ja, das werde ich tun. Wild. Zamazenta erscheint. Los, Quabo. Gut, Quabo, du brauchst nicht kämpfen. Aber Zamazentas Blick wirkt entschlossen. Seine Verteidigung steigt. Quappo ist ein bisschen schläfrig, okay. Wir werden jetzt einmal X. Wir haben noch unseren Meisterball. Da ist er. Den wir nur einmal im Spiel bekommen, aber garantiert jedes Pokémon fängt. Ich hoffe, er funktioniert auch mit den Legendären. Wir werden ihn jetzt einsetzen. Und uns das legendäre Pokémon Zamazenta fangen. Was? Keine Animation? Oh komm, Grafy, das ist nicht euer Ernst. Der Meisterball hat sonst immer eine extra Animation. Und das war jetzt wirklich ein bisschen billig. Aber wir haben Zamazenta gefangen, okay. So, dann haben wir ihn ja. Für Zamazenta wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Typ Kampf, ein Krieger-Pokémon. Heldenhafter Krieger, dieses Pokémon fiel in Form einer Steinstatue in solch einen langen Schlaf, dass es in Vergessenheit geraten ist. Möchtest du Zamazenta einen Spitznamen geben? Nein, das möchte ich nicht. Wohin soll Zamazenta geschickt werden? Ich möchte es gerne in dem Team haben, weil ich glaube noch nicht, dass es schon war, weil Hope ist ja dem anderen hinterher. Wir müssen bestimmt noch herausfinden, was mit Hope ist. Aber gegen wen tauschen wir ihn denn aus? Er ist Stufe 70. Ich werde ihn wahrscheinlich gegen Gengar austauschen. Gengar war lange als Apollo bei uns, ist inzwischen ein Gengar, aber wirklich brauchbar war er nicht. Daher, Gengar, schön, dass du bei uns warst, aber du darfst dich ausruhen. Gengar trägt das Item Münzamulett. Ja, gut, das Item verstauen wir im Beutel. Und Zamazenta wird im Team aufgenommen. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat dich für würdig befunden. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf. Freundlich und zuvorkommend wie immer.
Mein Brüderchen und ich werden uns für unsere Taten Buße tun. Wird uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst sie uns aber ganz schön rum. Ach, was soll's. Dennis, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe da nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Boah, nee, dafür kann ich doch nichts. Du hast mich doch dir angeschlossen, nicht ich dir. Du hältst eine seltene Liga-Karte von Ness. Professor Sanya, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, nun dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Ness darf dich erst rumführen, oder was? So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Tassia nichts passiert ist. Beep, 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 beep. Dennis, dein Smart-Rotum, das könnte Hoop sein. Dennis, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Ja, ist doch gut. Oh. Hey, hast du das gehört? Zastian ist auch bei mir. Ist alles okay, Hoop? Wenn Zastian noch rumwütet, ist das nicht gerade gemütlich, aber es geht schon. Kannst du vorbeikommen, Dennis? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlummerwalds auf dich. Bis dann. Bei Hoop scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also alles wie immer, schätze ich. Boah. Auch Zamazenta scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Zassion und Hope besser nicht zu lange warten lassen. Los, auf zum Schlummerwald. Okay, wir gehen ja. Aber darf ich meine Pokémon vielleicht einmal fit machen? Immerhin sind die leicht angeschlagen. Einmal Beleber. Und noch ein Beleber. So, und wir werden jetzt ein paar Hypertränkchen benutzen. Einmal Hypertrank. Danke. Und noch ein Hypertrank. Und für Quappo natürlich auch. Nicht mal ganz gereicht, aber das kriegen wir hin mit einem Trank. Ja. Gut. Das kann erstmal noch nicht ganz so bleiben. Moment. Musst du ein bisschen rumtauschen. Belektro, du gehst nach da. Und Giflo, du gehst nach oben. So. Und Moment, Arcani muss auch noch höher. Arcani geht nach da. So passt es doch. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt mal ab in den Schlummerwald. Und dann müssen wir uns sowieso erstmal hier runterporten. Das war ja hier. Da können wir uns nicht direkt hinporten, oder? Nein. Gut, das heißt, ich muss mich wohl hierher porten und da wieder durch den Wald, mal wieder. Waldbesuch Nummer 3, glaube ich. Oder ist es schon 4? Auf jeden Fall müssen wir durch. Dann wollen wir mal... Ah, hier ist ja schon Sanya. Wartest du mich hin? Hop warten hinten im Wald auf dich. Soll ich dich hinbringen? Ja, danke Sanya. Brauche ich nicht wieder ganz durch. Gut, los geht's. Da ist er. Zusammen mit Zamazenta. Oder Zassian. Ich verwechsel die beiden immer. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles ist wieder in Ordnung. Hörst du? Du kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube an dich. Immerhin bist du der Held, der die Gala-Region gerettet hat. Wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch. Ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen Hoop, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi, da seid ihr ja. Gut möglich. Ich war so damit beschäftigt, Zassian zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach alleine losgestürzt bist, um den legeren Helden zu besänftigen. Ja.
Er sieht glücklich aus. Das war einsame Spitze. Na, er sieht glücklich aus. Ja, finde ich auch. Es war aber echt kein Zuckerschlecken, sag ich dir. Was? Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Was will Zassian von dir? Ich glaube, er hat meine Talente als Trainer anerkannt. Und er möchte Teil meines Teams werden. Wirklich? Das ist ja großartig. Also, wenn du es wirklich ernst meinst. Mal sehen. Na? Bing. Natürlich, ich hob Fäcki mit dem normalen Pokéball. Wir müssen den Meisterball benutzen. Na klar. Aber die Animationen sind echt lächerlich. Also früher gab es zumindest noch gute Animationen bei den Legendären. Hob hat Zassian gefangen. Ich muss schon sagen, ihr zwei seid echt unglaublich. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Dennis, ich habe eine Bitte an dich. Denk jetzt bloß nicht, dass ich Bettys nachahmen will, aber würdest du bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat? Im Schlummerwald. Aber gerne doch hoch. Zum Abschluss machen wir gerne nochmal einen Abschlusskampf. Immer wieder gern. Gut. Meine müssen ja auch alle fit sein. Die hatte ich ja alle fit gemacht. Jo. Gut, Hope. Ich weiß noch nicht, auf welchem Level du inzwischen bist, aber wir machen's gerne. Dennis, bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück, okay? Bist du soweit? Ja. Dann lass uns loslegen. Gut, Hope. Dann zeig mal, was du diesmal drauf hast. Jetzt kommt erstmal wieder sein Zwollock, dieses kleine Nervschäfchen. Und ich habe Giflo am Start. Sehr schön. Also dann los geht's. Keine falsche Zurückhaltung. Werde ich nicht tun, Hope. Werde ich nicht tun. 69 ist er. Okay. Was nehme ich denn am besten? Ich nehme den Blütenwirbel für den Start. Jetzt kommt erstmal seine Risikodecke. Okay, Giflo steckt's gut weg. Er hat sich natürlich selbst verletzt. Klar, der Rückstoß. Oh, Blütenwirbel macht auch gut Schaden. Wir nehmen jetzt, um uns ein bisschen zu heilen, den Gigasauger. Da kommt nochmal Risikodeckel. Oha, Giflur. Hat gut was eingesteckt. Aber Zwollock genauso. Okay, sein Zwollock ist erledigt. So. Akani ist inzwischen auch Level 70. Sehr, sehr schön. Als nächstes kommt Libelo, sein Starter-Pokémon. Da werden wir natürlich wechseln auf unser Starter, Quappo. Giflo, komm zurück. Mein Antrieb im Leben war es immer, zu meinem Bruder aufzuschließen. Doch jetzt, wo er nicht länger der Champ ist, fehlt mir kein Ziel. Oder fehlt mir ein Ziel. So war das, glaube ich. Gut, dann nehmen wir den Präzisionsschuss. Der hat uns noch nie im Stich gelassen. Quappo, genau, Pose und BÄM. Und Libelo ist Geschichte, so soll es sein. Oh, sein Libelo ist in Stufe 70. Na gut, mein Quappo ja auch. Okay, was kommt als nächstes hoch? Ein Brietsiegel, sein komisches Elektrokäferviech da. Das Quappo nicht das Richtige, aber Kramor auch nicht gerade. Ich werde es mal mit Akani probieren. Los Akani, zeig was du kannst. Gut, dann gucken wir mal, wer ist der Bessere, Akani? Du und Sanya geht zielstrebig euren Weg und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie stehen geblieben bin. Na, Hob, so schlecht bist du noch nicht. Seins ist nur 68, okay. Wir nehmen auf jeden Fall einen Flammwurf. Mal sehen, wie dein Britzigel das wegsteckt. Es geht gut. Aquadusch, was? Das Wassertanken? Ey, das ist nicht fair, Hob. Und dann auch noch ein Volltreffer. Geh, okay, dann brutze ich dich weg, bevor du nochmal angreifen kannst. So, Akani, mach ihn platt. Jo, so soll es sein.
Genau, Kramor ist Level 70, Belektro ist ja schon 71. Nur Gifle hängt natürlich wieder ein bisschen hinterher, aber das ist nichts Neues. Jetzt kommt sein Relaxo. Gut, gegen Relaxo habe ich nicht allzu viel. Aber das werden wir machen mit Kramora, wie immer. Gut gekämpft, Akani. Bitte Platz machen für deinen Kollegen Kramora. Doch, dann habe ich zusammen mit dir und Ness die Pokémon gerettet. Da habe ich begriffen, dass ich allen anderen Leuten helfen kann. Gut, wir probieren... Ja, wir gehen auf Nummer sicher und machen den Sturzflug. Da machen wir zumindest gut Schaden. Ist immerhin der letzte Kampf. Ja, Relaxo hat gut Schaden gekriegt. Jetzt kommt der Hammerarm. Der hammerharte Arm. Und macht nicht allzu viel Schaden dadurch. Er ist auch langsamer geworden. Wir machen nochmal den Sturzflug. Und dann müsste Relaxo auch Geschichte sein. Jo, tschüss Relaxo. Gut, Kramo ist auch gut angeschlagen, aber Kramo hat auch seine Dienste perfekt gemacht. Jetzt kommt sein Kramo. Ja, ich möchte wechseln. Jetzt kommt unser Belektro an den Start. Gute Arbeit, Kramo. Ruh dich aus. Belektro übernimmt jetzt. Ach, verflixt, aber es macht trotzdem Spaß, gegen dich zu kämpfen. Gut, wir nehmen natürlich, wir gehen auf Nummer sicher und ballern ihn gleich den Stromstoß rein, denn ist er erledigt. Na, doch nicht ganz. Okay, ich hätte jetzt gedacht, Kramor geht den Bach runter, aber er hat es überlebt. Aber wir sind ja auch noch da, so ist es nicht. Bohrschnabel, genau, dürfte nicht allzu viel Schaden machen gegen Elektro. Er kriegt halt jetzt zum Abschluss noch einen Funkensprung und dann war's das. Tschüss, Kramor, jetzt hat er nur noch eins und da kann ich mir schon denken, was es ist. Sein eben gefangenes legendäres Zacian. Ja, setzt als nächstes Zacian. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Ja, auch wir werden mit Zamazenta in den Start gehen. Legendär gegen legendär. Wer hat das Bessere? Wir werden es sehen. So, Zamazenta ist da. Ich will einerseits zwar den Sieg anstreichen, doch auf der anderen Seite will ich auch, dass dieser Kampf niemals aufhört. Das reinste Gefühlschaos, sag ich dir. Aber dir geht es bestimmt auch so, Dennis, oder? Aber natürlich, die Gefühle brodeln überhob. Ja, wusste ich's doch. Es ist zwar irgendwie peinlich, aber gut, da kann man lachen oder weinen, Sophie. Nicht so schnell, kann ich nicht lesen. So, dann zeig mal, was ihr drauf habt, ihr beiden. Schlitzer dich effektiv, Gigastoß effektiv. Ich nehme mal den Gigastoß. Wow. Ist halt einfach bestärkt, wart. Na, dafür hat er sich jetzt aber auch gut geschwächt. Jetzt bin ich dran mit dem Gigantenstoß. Aber da sieht die Animation aber wieder nice aus, das muss ich sagen. Hat leider nicht gereicht. Okay, probieren wir nochmal den Gigantenstoß. Ich hoffe, ich komme noch zum Angriff. Nein, Zacian ist zuerst dran. Okay, sein Zacian hat meinen Zamazenta leicht geplättet. Aber gut, wir haben ja noch andere Pokémon, so ist es nicht. Wir haben ja noch völlig unseren unangetasteten Quappo. Quappo macht den Rest. Streng dich an, Quappo, das schaffst du. Seins ist auch stark angeschlagen. Präzisionsschuss. Ah, jetzt kommt Zacian nochmal dran. Wow. Willst du mich veralbern? What? Okay, das ist aber auch dein einziges brauchbares Pokémon, was du hast. Okay, dann kommt Belektro an den Start. Ich glaube, wir müssen Top-Beleber einsetzen. Das geht nicht anders. Leicht unterschätzt das Gute. Ich werde...
ob lieber... Ja. Auf Summer Center. So einfach hob gebe ich mich nur auch nicht geschlagen. Das wird Belektro nicht überleben. Aber das war so geplant. Und jetzt kommt Summer Center wieder in den Start. Er hat ja einen Rums drauf, das ist nicht mehr feierlich. So, einwechseln. Vor allem scheint bei ihm die Initiative wesentlich höher zu sein. So, jetzt sind wir aber dran. Gigantenstoß, das lasse ich bitte mal zuerst angreifen. Nein, jetzt kommt natürlich wieder Zacian dran. Wow. Der haut selbst seinen Partner so weg. Aber wir haben es diesmal überlebt. Und seine Verteidigung ist geschwächt. Jetzt sind wir dran. Gigantenstoß. Okay, Hook, du hast gut gekämpft, aber du bist besiegt. Tja, Hook. Aber es war nochmal ein würdiger Kampf zum Abschluss. Giflor. Ist auch Level 69. Mensch, Giflor hat es nochmal geschafft. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Der allerbeste Shem hat wieder zugeschlagen. Du hast es echt drauf, Dennis. Doch anders als früher macht mir eine Niederlage nun nichts mehr aus. Ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Der Gedanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wild gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch groß Wissenslücken in Sachen Pokémon habe. Und an Erfahrungen mangelt's mir auch. Doch ab jetzt werde ich mich mächtig ins Zeug legen und büffeln, bis mir der Kopf raucht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor gemausern haben, auf den Sania und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du, doch für mich wirst du immer mein Rivale bleiben. Einmal Rivale, immer Rivale, Hub. Hehe, Rivalen fürs Leben. Ach, die Jugend, so unbeschwert und voller Enthusiasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Das stimmt also tatsächlich, dass ältere Leute näher am Wasser gebaut sind. Was? Ich bitte? Ich bin ja wohl selbst noch quicklebendig und spritzig. Naja, Sanja, sehe ich da schon die ersten Falten? Aber hör mal her, Hub. Was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt für jemanden, der Pokémon-Professor werden will. Außerdem könnte ich dir so auf deinem Weg mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Und ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage. Zumal ich ja jetzt niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal, du suchst also bloß jemanden, der dir Arbeit abnimmt? Naja, mir soll's recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und dich auch nicht, Dennis. Du hältst eine seltene Ligakarte von Hope. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Klatsch, klatsch. Oh, die beiden schon wieder. Oha, oha, wahrlich ein fabelhafter Kampf. Welch ein rührender Wortwechsel. Oha, oha, um mein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen. Schwerthold und Schildrich und Ness? Und du auch, Bruderherz? Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um Dennis die Ehre zu erweisen. Die beiden wollten sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Und ich bin quasi nur hier, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Königshauses von Gala. Wie es aussieht, habt ihr echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rose Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu beseitigen, das der Präsident hinterlassen hatte. Bruderherz, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokémon zu Dynamaximierung gezogen. Das hättest du mal sehen sollen.
Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus purem Egoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokémon verletzt werden. Nichtsdestotrotz hat Dennis unsere hochmütige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als Dynamax. Du wärst selbst als König geeigneter als wir. Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreift ihr zwar endlich, dass Zacian und Zamazenta die wahren Könige sind? Nein, nein und nochmals nein. Wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Dennis. Je genauer ich dich betrachte, desto mehr spüre ich, wie dich eine Aura der Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben, Dennis. Oha, schon so spät? Wir würden gern noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Uns wartet ein großer Spießrutenlauf, bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch unsere Taten Unannehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, ade! Hey, wartet! Wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hope? Ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Dennis mitverfolgt. Du bist unheimlich stark geworden. Und danach hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ja, schon wieder? Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. Danke, Bruderherz. Naja, Champtime ist vorbei, Delion. Wow, ein Lob von Delion hört man wirklich nicht alle Tage. Das ist nur zu verständlich, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hub. Ach, hör auch schon aus, Sanja. Also dann, Kids, machen wir uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's! Ja, und seine Wettrennen, das kommt nochmal zum Schluss. Okay, da sind wir aber auch am Ende von Pokémon, wie es aussieht. Ja, Ende. Das war's. Gut, wir haben die Hauptstory abgeschlossen, die Afterstory. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt am Ende auch noch das eine legendäre Pokémon, Zacian, eingefangen. Das andere gibt es natürlich nur in der Schildversion. Das haben wir ja damals im Stream gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder in zukünftigen Let's Plays. Genießt noch einen schönen Tag. Habt noch viel Spaß. Wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play. Bis zum nächsten. Tschüssi.